Ich begrüße euch, Leute, zu einem weiteren Part von Aiko. Und wir befinden uns hier in luftigen Höhen und der Wind pfeift uns mal wieder um die Ohren. Im letzten Part sind wir bis zu diesem Wasserturm hier vorgedrungen. Zumindest sieht es so aus wie ein Wasserturm. Und den wollen wir heute einfach mal zu Fall bringen, in der Hoffnung, dass es uns neue Wege eröffnet. Und er sieht auch schon so zerbrechlich aus, der schreit förmlich danach, zerstört zu werden. Und diesen Wunsch wollen wir natürlich erfüllen. Das ist der Plan zumindest. Und ja, wie machen wir das? Am besten mit viel Power. Und wie der Zufall es so will, befindet sich hier eine kleine Kammer in der Bombenlager. Und von dort haben wir uns schon eine Bombe geschnappt und hierher transportiert. Und da wollen wir doch mal sehen, was wir damit jetzt ausrichten können. Ich bin der Meinung, dass wir die irgendwie darüber kriegen sollen. Doch, ja, da stellt sich die Frage, wie. Ich bin nämlich überfragt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, die einfach da unten hinzulegen und dann zu sprengen. Ich glaube, wir müssen die ganz bis darüber bringen. Gut, ja, wie machen wir das? Ich bin überfragt, aber wir werden schon eine Lösung finden. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich diese Bombe werfen kann, aber ich habe es immer noch nicht herausgefunden, wie das geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das sogar schon mal gemacht haben, wo ich mich sogar noch darüber gewundert habe, wie stark dieser kleine Junge doch sein muss, dass er so eine schwere Bombe so weit werfen kann. Das kann natürlich jetzt auch alles Einbildung sein, aber ich probiere es jetzt doch einmal noch. Aber der kleine Junge ist wirklich stark, seht ihn euch an, er kann diese Bombe tragen mit einer Hand und Jordan noch an der anderen Hand und noch einen Stock in der Hand. Es ist ein kleiner Teufelskerl mit den Hörnern. Gut, ja, wie werfen wir? Ich drücke jetzt nochmal alle Tasten. Zap, zap, zap. Und es klappt natürlich. Oh mein Gott! Ja. Diese Bombe besteht zu 99% aus Gummi. Weshalb sie, ja, ein bisschen wie ein Flummi springt. Okay. Aber ich habe sie geworfen, Leute. Und das ist doch wunderbar. Dann schnappen wir uns jetzt noch eine. Denn glücklicherweise befinden sich dort mehr als eine. Das ist doch schon mal schön, wenn wir die werfen können. Dann hat sich das doch hoffentlich jetzt erledigt, das Rätsel. So, wir haben noch ganze 2, 4, 6, 7 Bomben zur Verfügung. Also können wir noch ein paar Mal failen. Das ist sehr schön. Den Stock habe ich mittlerweile auch schon eingetauscht. Beziehungsweise das Schwert habe ich gegen den Stock eingetauscht. Denn den brauchen wir jetzt gleich, um die Bombe zu entzünden. So, ich werde die jetzt mal darüber werfen, hoffentlich. Und am besten zünde ich die gleich schon mal an. Sonst muss ich mir ja den ganzen Weg doppelt machen. Dann muss ich da extra nochmal hinlaufen. Ja, gut, Yoda. Dann geh mal in Deckung, so, damit hier auch gar nichts passiert. Und dann wollen wir den Stock mal entzünden. Und mit einer Bombenstimmung sprengen wir uns in diesen Part hinein, hoffentlich. So, oh mein Gott, nein. Und jetzt werfen schnell, bevor sie explodiert. Und, das sah doch gut aus, aber sie ist ausgegangen. Oh mein Gott, sie ist ausgegangen. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich doch nochmal selbst vorbeischauen. Sehr schön. Oh Gott, na gut, dann wollen wir das nochmal riskieren. Das Feuer ist einfach in der Luft ausgegangen. Das ist ja eine tolle Bombe. Na gut, die liegen wahrscheinlich hier auch schon eine Weile, die Bomben. Das heißt, die Qualität ist wahrscheinlich nicht die beste. Die Lunte einfach ausgegangen. Gut. Dann wollen wir uns noch beeilen, bevor das Feuer auch wieder ausgeht. Was soeben passiert ist, und das ist sehr wunderbar. Gut, dann schnappe ich mir am besten einfach nochmal eine neue Bombe und probiere das Ganze nochmal. So, es kann doch nicht sein, dass mitten im Flug die Lunte ausgeht. Oder habe ich das, habe ich die gar nicht angekriegt? Ich weiß es nicht. Egal. Wir probieren es einfach nochmal. Es liegen ja noch weitere 6 Bomben dort. So. Dann wollen wir uns nochmal eine schnappen. Dann schauen wir mal, ob wir das nicht doch noch ein bisschen besser hinbekommen. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Das kann nur richtig sein. Ich sehe hier auch ehrlich gesagt nichts anderes, was wir jetzt hier sprengen könnten. Und deswegen probiere ich das Ganze nochmal. Yoda, bitte geh in Deckung. Du störst ein wenig. So, ich muss mich konzentrieren, Yoda. Sieh zu und staune. So, wir schnappen uns die Bombe, die immer noch nicht entzündet ist. Oh, jetzt sieht sie entzündet aus. Gut, jetzt wollen wir sie mal schnell nehmen und werfen, bevor sie explodiert. Oh mein Gott, das war knapp. Das war ein bisschen zu knapp. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Deswegen probieren wir das Ganze noch einmal. Gut, ich bin gespannt, was wir machen, wenn die Bomben ausgehen. Dann muss ich in den Tod springen und nochmal laden. Aber so weit wird es nicht kommen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt. Und wenn nicht, dann eben bei der nächsten Bombe. Naja, wir haben hier noch ein paar. Gut, der Part geht auch noch eine Weile. Das sollte kein Problem sein. Die Bomben sind aber auch groß. Und Yoda, sie zeigt schon darauf. Mein Gott, sie zeigt uns den Weg. Wie nett. Aber das haben wir auch schon rausgefunden, Yoda. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig überhaupt, was ich hier versuche.
Aber eine andere Möglichkeit fällt mir im Moment nicht ein. So. So. So, die Bombe ist entzündet. Und liegt jetzt am richtigen Ort. Und es klappt. Wasserturm fällt. Bäm. Und da haben wir erstmal ordentlich was kaputt gemacht. Na, da haben wir ein Glück, dass der genau darauf gefallen ist, du. Sehr schön. Jetzt haben wir uns neue Wege eröffnet, so wie wir es geplant hatten. Und können weitergehen. Wir haben uns in diesen Part hineingesprengt und machen jetzt mit einer Bombenstimmung weiter. Und ich habe gerade echt... Ah, da ist sie, oder? Ich habe sie aus den Augen verloren. Sie ist vor Angst geflüchtet. Sie soll jetzt aber wieder mitkommen. So, wir haben hier unseren Part erledigt. Obwohl, nein, ich muss nochmal natürlich den Stock wieder austauschen. Wir wollen ja nicht hier mit einem Stock herumlaufen, wenn das Schwert da schon liegt. Denn das ist etwas, das uns im Kampfe deutlichen Vorteil verschafft. So, das lassen wir natürlich nicht hier so liegen. So, der Stock hat seine Arbeit erledigt und kann wieder in Frieden neben dem anderen Stock ruhen. Wir wollen die beiden auch nicht trennen. Eine Beziehung zwischen zwei Stöckern, die sollte man nicht stören. So, wir gehen weiter durch diese Brücke, die wir uns hier geschaffen haben. Und mal schauen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ich bin so schon fast ziemlich sicher, dass jetzt Monster kommen. Das sieht hier so nach Monstern aus. Gut, wir können hier hochklettern. Eine Kette. Wollen wir jetzt erstmal hier umschauen, nicht, dass ich hier was übersehe. Da müssen wir garantiert rüber, denn dort ist eine Jordatür. Oh mein Gott. Und was ist dort noch so Schönes? Okay. Da gibt es auch noch irgendwie sowas Ähnliches wie so ein Hahn, den wir schon mal gemacht haben. Aber sonst sehe ich hier auf der Plattform erstmal nichts. Das heißt, wir müssen erstmal alleine wieder hinaufklettern ohne Yorda und sie zurücklassen. So, dann springen wir mal an die Kette und klettern hinauf. So, herrlich. Gut. Ich bin mir sicher, dass wir Yorda ohne Probleme hier auf die andere Seite befördern können. Hier finde ich schon eine Kiste. Und da frage ich mich wohl, wie die jetzt langschieben. Da lang oder da lang? Egal, wir schubsen die einfach mal irgendwo runter. Oder ich check erstmal die Lage aus. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Muss erstmal hier alles ganz genau und akribisch erkunden. Gut, die Kiste brauchen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite, damit wir den Hebel da erreichen. Das ist doch sehr schön. Dann schieben wir den mal hier runter. So. So falsch kann das ja nicht sein. Dann wollen wir gleich mal hinterher und uns den Weg dort nach oben schaffen. So. Yorda kann uns von dort aus zuschauen, wie schön wir das machen. Sie kann noch einiges von uns lernen. So. Dahinter ist auch schon wieder eine Kette. Mein Gott. Ganz viele Möglichkeiten bieten sich hier. Aber wir werden erstmal diesen Hebel ziehen, in der Hoffnung, dass wir jetzt irgendeinen Weg schaffen, damit Yorda hier herüberkommt. Aber wir haben nur eine Kette in Gang gesetzt. Gut. Sollen wir die jetzt benutzen, um darüber zu springen? Oh Gott. Springen. Meine Leidenschaft, in der ich total gut bin. Gut, stellt euch schon mal auf einen tiefen Fall ein. Denn es kann wirklich schief gehen. Ich komme ja nicht mal hier runter. Ohne Probleme. Oh mein Gott. Ja, die Aufregung, das Adrenalin, es steigt schon wieder in meinem Körper. So. Stehe einem Sprung kurz bevor. Und der wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr dramatisch enden. Oh Gott, ich habe Angst. Aber egal, wir müssen da durch. Wir sind ein kleiner, tapferer Junge mit zwei Hörnern. Und wir haben ein kleines Cape auch. Damit fühlen wir uns ein bisschen wie ein Held. Und können fliegen natürlich. Sprung! Yeah! Der erste Sprung hat geklappt. Okay, und jetzt noch der andere. Gut, auf die andere Seite geht es natürlich immer leichter, hoffe ich. Und dann wollen wir jetzt mal Augen zu und durch! Oh mein Gott, das war... Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, wir fliegen hier runter. Gut, wollen wir mal nicht lange hier rumhängen, sondern gleich mal an diesem Rädchen hier drehen und hoffen, dass wir jetzt mal irgendwie was in Gang setzen, damit Yorda auf diese Seite kommen kann. So, wir drehen und drehen und ich kann ehrlich gesagt keinen Effekt erkennen. Aber ich nehme einfach mal an, dass das jetzt einen Sinn hat. Yeah! Sehr schön. Genau das, was wir wollten. Oh Gott, jetzt muss ich natürlich auch wieder zurückspringen. Gut, dass jetzt keine Monster kommen und kein Zeitdruck vorhanden ist. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt hier besser bin. Oh Gott, Kamera, kannst du nicht hinter mich schwenken? So. Das war die Sprungtaste. Nochmal auf sicher. Nur mal sicher gehen. Oh mein Gott.
Der Sprung ist absolviert. Gut. Puh. Ja, Sprünge sind nicht meine Stärke. Besonders, wenn es mit... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Leute. Oh Gott, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Leute. Wieder mal ist mir ein Sprung zum Verhängnis geworden. Sehr, sehr schön. Okay, das ging ziemlich tief runter. Hat doch sehr weh getan. Und das Ärgerliche daran ist, dass ich jetzt alles nochmal spielen musste. Oh mein Gott. Okay, ich hänge hier erneut und voller Angst an diesem Seil, an dieser Kette. Und stehe kurz vor einem weiteren Sprungversuch. Zumindest hoffe ich, dass das diesmal klappt. Denn ich hoffe, ich verstehe nicht, warum ich runtergefallen bin. Das war mir ein bisschen, ja, merkwürdig. Hier gibt es auch keinen anderen Weg, so wie es scheint, nach unten. Zumindest habe ich hier keinen entdecken können, der sicherer wäre. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. Aber ich habe ein bisschen Angst jetzt. Oh Gott. Das war doch gerade dieselbe Situation. Also höher kommen wir schon mal nicht. Ach, kleiner Eiko. Versuchen wir es noch einmal. Augen zu und Sprung. Oh mein Gott, wieso klappt es nicht? Verdammt. Ja, Leute, man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei. In dem Fall ist leider hier gar nichts gut, denn nach zwei schmerzhaften Sprüngen in die Tiefe hat mir mein Gehirn auch langsam mal mitgeteilt, Mensch, irgendwas machst du falsch. Aber die Frage ist, was mache ich falsch? Ich meine, ich bin da einfach nur lang gesprungen. Ich bin am höchsten Punkt gewesen. Zumindest sah es so aus. Also weiter hoch konnte ich nicht, aber es hat nicht funktioniert. Und da das zweimal nicht geklappt hat, werde ich jetzt noch um einiges länger zögern, das noch einmal zu probieren. Denn immer wenn ich dort hinunter falle und auf den Boden zerschelle in meine Einzelteile, muss ich das Ganze nochmal machen, was wir davor getan haben. Und das dauert mir zu lang. So. Ich wette, hinter dieser Tür ist eine weitere Speicherbank, die uns hier das Leben sichert. Aber egal. Wie komme ich wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Am liebsten würde ich hier einfach runterspringen und den Weg noch einen kleinen Umweg gehen. Aber das geht ja nicht. Oder? Können wir hier einfach so... Aber das sieht auch verdammt hoch aus. Das schaffst du sowieso nicht, kleiner Junge. Ja, der einzige Weg ist eigentlich nur das da. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Verdammt. Ja, ich bin gefangen. Leute, so endet die Geschichte des kleinen Jungen mit den Hörnern. Ja, hier allein gefangen. Keiner kann ihn befreien. Nicht mehr er, sich selbst. Oh, ich sehe gerade, da ist diese komische... Das Tor zur Freiheit. Diese Kugel, die wir noch aktivieren wollen. Also wir sind gar nicht so weit weg davon. Also auf dem richtigen Kurs sind wir auch schon, auf jeden Fall schon mal. Aber jetzt ist die Frage, wie wir zurückkommen. Ja, mir bleibt ja schon gar nichts anderes mehr übrig, als das jetzt nochmal zu versuchen. Aber ich kann euch sagen, wenn das nochmal schief geht, dann geht mir echt die Lust. Ja, gut, so schmerzhaft das auch enden mag, ich probiere es noch einmal. Den ersten Sprung kriege ich einmal hin, das ist kein Problem. Vielleicht geht es ja von hier woanders lang. Nach unten kennen wir ja jetzt schon den Weg. Das ist nicht so schön. Ja, warum klappt das nicht? Ich frage mich echt, warum das nicht klappt. Ich meine, wir haben es zweimal versucht. Mehr kann ich nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie was anderes hier ausrichten können. Jetzt hängen wir hier so an der Kette. Also nach da ging es schon mal locker. Das ist schon mal schön, aber wir wollen ja nach zurück. Jorda wartet auch auf uns. Voller Sehnsucht. Sie will auch, dass es weitergeht. Jetzt haben wir schon mal alles hier geschafft und dann sowas. Mein Gott. Na gut, ja, was sollen wir tun? Uns bleibt ja einfach nichts übrig. Wir müssen es einfach nochmal probieren. Ich glaube auch nicht, dass wir da oben irgendwie raufkommen, oder? Ich bin ja fast schon geneigt, wieder zurückzuspringen und das Ganze nochmal... Ja, da hilf mir doch mal. Kannst du mich nicht mal festhalten, während ich springe? So wie ich dich immer auffange? Das wäre echt nett von dir. Probier das doch mal. Ja, sie ist völlig verwirrt und weiß nicht, was sie tun soll. Und deswegen lasse ich sie lieber in Ruhe, bevor ich sie total überfordere. Und deswegen, ja, ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich das jetzt nochmal riskieren soll. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ändern soll. Was mache ich falsch? Bin ich zu doof zum Springen? Wer weiß. So langsam habe ich eine Phobie vom Springen hier in diesem Spiel. Ja, ich bin fast schon dazu geneigt, jetzt nochmal kurz zurückzuspringen. So, dann tue ich das nochmal. Zack! Also hier in die Richtung klappt es auf jeden Fall. Auch wenn es knapp aussieht. Aber immerhin erreichen wir, ja, den Vorsprung. Aber was... Auf der anderen Seite ist das ganz anders. Oh mein Gott.
Ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwie da rauf können, aber es sieht nicht so danach aus. Keine Möglichkeiten. Ja, Leute, gefangen im Nirgendwo hier auf der Burg. Das war Aiko, meine Freunde. So nah die Freiheit und doch so fern. Ja, Yoda schreit auch schon, mach doch mal hin hier. Ich warte. Ja, würde ich ja gern. Aber wie? Gut, ich probiere das nochmal. Es bringt ja auch nichts hier jetzt rumzustehen. Und Däumchen zu drehen. Reimt sich wieder mal. Sehr schön. Und das bedeutet einfach. Ja, ich muss es nochmal wagen. Es wird bestimmt gut gehen. So, 1, 2, 3. Oh nein. Schön in die richtige Richtung. Okay, 1, 2 und Geronimo! Verdammt, warum funktioniert das nicht? Es ist so brutal, wie ich hier mal runterfalle. Ja, Leute. Die Frage ist, was mache ich falsch? Ihr könnt mir gerne dabei helfen, denn ich habe keine Ahnung. Wenn nicht, werde ich es im nächsten Part herausfinden irgendwie. Oder zwischen den Parts, denn ich habe keine Lust, noch 3-4 Mal hinunterzufallen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.